ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und ATV Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Krapf. Ja, fast. Fast sind alle im Studio. Der Max ist noch nicht da, hat aber schon angekündigt, dass er ein bisschen später kommt. Wo ist er denn? Keine Ahnung, ihr wollt es uns dann sagen. Aha. Tom, grüß dich. Hallo Rolf. Schönes Wochenende gehabt? Ja. Ein schönes Wochenende gehabt. Ja, ich auch. Es war ein geiles Spiel. Ja, und es war insgesamt ein schönes Wochenende. Hi, komm rein. So lange hat es ja auch nicht gedauert. Was hast denn du bitte an? Leute, wie sehe ich aus? Ich habe ihn nur auf Fotos gesehen bisher. Es ist der Ugly Christmas Sweater vom FC Augsburg. Also so schön, oder? Es ist geil. Ich habe dich selten schöner gesehen. Ja. Es zeichnen sich meine weiblichen Konturen, zeichnen sich zwar ab, normal trage ich ja nur schwarz, aber ist er nicht schön? Ja, aber warum hast du den heute an? Ja, weil bald Weihnachten ist, weil ich die starre Zeit, ich freue mich so. Ja, okay, lassen wir mal sehen. Das Gute dran ist, für alle fetten Hörer unter euch, den gibt es in 4XL, brauche ich natürlich nicht, meiner ist 3XL? Ja, oder 4, aber schaut mal, Jungs, schaut mal. Du hast uns nicht einen mitgebracht. Doch, ihr sollt genauso geil aussehen wie ich. Ach, was sind das für Größen? Das ist L, Rolf, L, was meinst passt du? Mir doch nie. Weihnachtsgeschenke. Schauen wir mal, ich glaube schon. L. Thomas, für welche Größe hättest du dich entschieden? XS. Persönlich eher ein XS. Ja. Aber schau mal, ich glaube, okay, die fallen ja ein bisschen eng aus. Siehst du auch an? Gut, okay, also das ist Leute, gut, jetzt dass man beide Podcast oben nicht sehen ankommen kann. Hier wird gerade nackig gemacht. Girls, girls, girls. Oh mein Gott. Hier wird nackig gemacht. Also das ist L, oder? Ja, da brauchst du auch kein T-Shirt. Der ist so angenehm in der Trage. Okay. Oh. Und? Der ist ja wie für dich gemacht. Aber du bist ja wie angegossen. Aber ich bin jetzt, also ich sag's jetzt mal für alle, die den haben wollen. Ich bin jetzt nicht der Schlankeste, aber auch nicht der Dickste. Ich sage, L passt. Wenn ihr ein bisschen so 1,85 groß seid, 72 Kilo wiegt, ein bisschen über 90. Also ich habe jetzt L an, passt. Also an ihm ist kaum ein Gramm Fett, muss man das ganz ehrlich sagen. Das stimmt überhaupt gar nicht. Aber er passt ihm wirklich nicht angegossen, Tom. Und was hast du jetzt für eine Größe, Tom? Ja, M. XS von wegen. Nein, was ist es? S, oder? Es ist M. M. Und wie ist er? M. Passt. Er sitzt. Der ist tailliert, der ist super. Ja, wieso hast du den jetzt mitgebracht? Hast du die gekauft oder was ist? Ja, natürlich habe ich sie gekauft und der kostet, glaube ich, irgendwie einen knappen Fuffi und es ist ja Black Friday jetzt dann demnächst und beim FCA im Fanshop sind die rot-grün-weißen Wochen als Gegenpol und ich habe noch einen Mitgliederrabatt für uns rausholen können, Freunde des Westens. Den schenke ich euch jetzt einfach mal 200. Sind wir denn eigentlich alle Mitglieder? Das ist ja verständlich. Du und dein Sohn vom ersten Tag, glaube ich, gell? Der Oscar. Das war bei der Geburt. Wir durften vorher nicht rein. Wir haben dann vom Kids Club sofort am zweiten Tag, als er auf der Welt war, also am 3. November, ist er Mitglied geworden. Am 2. ist er geboren. Da schaut einer ganz komisch. Ich gehe da ganz, ganz offen damit um. Ich bin kein Mitglied. Beim FC Augsburg nicht. Meine journalistische Distanz hat mir das bisher verboten und ist aus meiner Sicht auch völlig in Ordnung. Völlig zu Recht. Ist eigentlich Uli Hoeneß noch Mitglied bei uns? Das kann ich nicht sagen. Da gab es doch mal dieses Trikot. Kannst du dich noch erinnern? Da gab es mal ein Trikot, wo alle Mitgliedernamen drauf, also ganz, ganz klein, und da war Uli Hoeneß mit drauf. Okay. Da hat jeder nachgefragt, warum ist denn Uli Hoeneß? Ja, der ist Mitglied beim FCA, ganz leise, still und heimlich. Also ich glaube schon, und ich weiß auch, dass zum Beispiel Bernd Schuster Mitglied ist. Da habe ich nämlich damals noch dafür gesorgt. Das war richtig, richtig schwer, den irgendwie zu kriegen. Okay. Hat es dann aber gemacht und ich glaube, zu meiner Zeit waren es ja so ähnlich. In der Hammerschmiede, hinten drin am Sportplatz mit vorgehaltener Flinte. Haben schon andere mit vorgehaltener Flinte Sachen erlebt. Aber. Also du bist ja praktisch der und nicht umsonst der Vater des Erfolgs, muss man ja wirklich sagen. Absolut, darum haben sie ja auch diesmal extra für mich auch den 4XL-Pulli aufgelegt. Also pass auf, wir haben jetzt alle drei diesen Ugly-Sweater an, wie das offiziell heißt. Wir machen ein Foto, oder? Ja, sicher. Sollen wir das machen? Machen wir auf jeden Fall nachher und dann sagen wir den Leuten, zeigen wir, wie geil das einfach ist. Leute, bevor ich es vergesse, ich muss euch noch was erzählen. Wir werden ja ab und zu kontaktet. Ja? Ihr werdet vielleicht auch mal ab und zu Nachrichten bekommen von Fans des Podcasts, die ständig euch schreiben. Wo schreiben die dir zum Beispiel schon, jetzt? Oder? Jetzt pass auf, jetzt wo schreiben die dir zum Beispiel? Also mir schreiben sie auf all meinen Kanälen. Zum Beispiel, Insta-Nachricht. Ja. Facebook, Messenger, WhatsApp, weil meine Telefonnummer ja so geheim ist wie irgendwie die Oberweite von Dolly Buster. Ja.
Dann halt per E-Mail, info@elfer.biz. Dann in der neuen Szene kriege ich Mails von begeisterten Podcast-Hörern. Manchmal auch eine Beschwerde wegen Sexismus, aber das ist immer nur so. Das ist ja schon länger nicht mehr eigentlich. Das ist schon länger nicht mehr. Ja, so. Also es gibt praktisch die offiziell bekannten Kanäle. Und jetzt ratet mal, wo ich am Wochenende eine Botschaft bekommen habe. Liebe Grüße an euch beide. Ich nehme an der Edeka-Stecktafel, nein, wo normalerweise... Nein. Ich weiß nicht. Das wäre auch noch geil. Normalerweise deine Wocheneinkäufe machst. Nein. Ihr werdet nicht drauf kommen. Es ist wirklich so absurd, dass ich so lachen musste, dass mir da jemand geschrieben hat. StudiVZ, Knuddels, was es ist noch absurder als alles, was ihr jetzt im Kopf habt. Bei eBay Kleinanzeigen. Oh. Naja, da wärt ihr nicht drauf gekommen. Die Resterampe des deutschen Podcasts bei eBay Kleinanzeigen. Also liebe Grüße an alle, die uns irgendwo schreiben. Ich fand's fantastisch. Was hat er denn gewollt oder sie? Ja, Grüße an euch. Ach, nur es ist alles super. Er liebt unseren Podcast und fertig. Das könnte ich jetzt auch erfunden haben, aber es war wirklich so. Und zu Recht auch, oder? Liebt er uns. Wir waren jetzt gerade bei den Ugly Sweatern, aber ich fand, das Spiel am Samstag war gar nicht ugly. Genauso wie die Überleitung. Vorsicht. Was habt ihr euch erwartet beim Spiel in Gladbach? Die spielen Champions League. Wir sind jetzt gerade so, ja, gut dabei, aber auch noch nicht prickelnd, die letzten Spiele. Was habt ihr euch erwartet? Ich musste kommentieren am Samstag oder durfte kommentieren und war zuvor dann noch bei einem Spätzle ganz kurz, um da eine Sache abzuholen. Und er sagt, wie spielen wir denn heute? Sag ich, boah, ich glaube, du, wir müssen heute ein bisschen aufpassen, dass wir nicht mit 2-3 Unterschied verlieren. So, weil ich wirklich einfach Gladbach als extrem starke Mannschaft jetzt in den letzten Wochen in Erinnerung hatte. Und bis auf das Leverkusen-Spiel, das sie ja auch hätten gewinnen können, haben die einfach richtig, richtig gut gespielt. Mussten allerdings halt ein bisschen rotieren in ihrer Anfangsformation. Also ohne Thuram, ohne Plea. Kleine Corona-Probleme. Trotzdem. Und dann einige Corona-Fälle, also Ich habe es auch für schwierig empfunden vor dem Spiel. Ich habe mir aber gedacht, einen Punkt können wir schon holen. Da brauchen wir diese Leidenschaft und das Engagement und dann klappt das schon, habe ich mir gedacht. Und so sollte es ja kommen. Bei dir, Max? Ja, also ich bin auch von der Niederlage ausgegangen mit 2 Toren. 1-3 hätte ich gedacht, gegen uns. Und ich habe dann auch während des Spiels schon gemerkt, dass zu dem, was du gesagt hast, zu der Leidenschaft auch noch ein Quäntchen Glück mit dazu kommen muss, um das zu schaffen. Also der Lucky Punch, der viel zitierte, und so ist es dann eingetreten. Haben wir echt riesen Glück gehabt, aber am Ende muss ich sagen, wer sich bis zum Ende gegen so eine Mannschaft irgendwie einen Ein-Tore-Rückstand bewahrt, der kann es dann auch jederzeit mit ein bisschen Glück auch schaffen. Wir müssen ja ganz ehrlich sein, dass Gladbach dieses Spiel nicht gewonnen hat, das verstehe ich gar nicht, weil diese Chancen, die Embolo gehabt hat, das geht ja auf keine Kuhhaut. Also klar, wir hatten in dem Fall, wie du gesagt hast, das Glück, aber die hatten schon echt, echt Pech. Voll. Also Wahnsinn. Hätte auch 3-4-0 ausgehen können. Da kam alles zusammen für die an diesem Tag. Und es gibt ja Gott sei Dank dieses alte deutsche Fußballsprichwort, wenn du sie vorne nicht machst. Genau, habe ich auch die ganze Zeit dran gedacht. Und das ist halt schon immer wieder absurd, wie es dann tatsächlich auch passiert. Also du rechnest über 90 Minuten absolut damit, dass das eine klare Nummer für Mönchengladbach wird. Und dann schießen die früh das 1-0, haben eigentlich alles im Griff, können entspannt aufs Zweite gehen, tun das auch, machen es aber aus irgendwelchen Gründen nicht. Also das hat viel mit Konzentration zu tun gehabt bei Embolo, glaube ich. Und einfach auch mit Ballverarbeitung und allem hat er keinen guten Tag. Auch Hermann mit einem ganz unsauberen Spiel, also die eine Chance, die er da in der ersten Halbzeit hat, ich glaube nach 20 Minuten, den macht er normalerweise blind im Schlaf um 3 Uhr nachts und den knallt er 6 Meter drüber. Und irgendwann verlierst du auch als Mönchengladbach dann im Laufe des Spiels so ein bisschen den Glauben dran, dass jetzt das Zweite fällt und dann ziehst du dich zurück, dann wirst du passiv, wie Marco Rose, der Trainer der Gladbacher, das dann gesagt hat. Klar, und dann ist es immer nur ein Tor. Es ist immer nur ein Tor und das kann immer mal fallen. Und wie es dann fällt, Das ist leider schon krass gewesen. Auch sinnbildlich für dieses Spiel. Ich hab's mir gewünscht, dass es dann noch passiert, weil sie haben eigentlich das ganze Spiel nicht schlecht gespielt. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja mit 19 Sekunden gleich nach dem Anpfiff die Riesenchance gehabt durch Finn Bogason. Wenn der reingegangen wäre, wäre es ja schon mal extrem cool gestartet. Ja, genau. Alles. Der wird also da wunderbar bedient von Vargas, der eine richtig gute erste Halbzeit fand ich auch. Normalerweise macht er die. Man muss ja auch mal sagen, wir haben die komplette Sturmreihe ausgetauscht bekommen beim Spiel. Das haben ja Niederlechner und
Finn Bogason eben gespielt, statt Hahn und Gregoritsch dann in dem Fall. Wenn wir das 1-0 machen, läuft das Spiel auch wieder anders ab, aber ich glaube doch tatsächlich, dass dann bei dem 1-0, wo Gigi nicht ganz gut war, weil auch Raul Leo irgendwie einen Embolo da zum Schuss kommen lässt, wehrt er den Ball dann trotzdem noch zweimal ab und Neuhaus heißt er, glaube ich, der genau. Übrigens vor den Toren von Augsburg zur Welt gekommen ist in Landsberg. Sehr schade, dass der nicht in Augsburg spielt, sondern in Gladbach, eins der größten deutschen Talente, macht es dann überlegt. Aber Gigi hat uns im Rest des Spiels dann auch noch mit 2-3 richtig guten Paraden dann eben den knappen Rückstand gerettet, sodass er auch irgendwie einer der Erfolgsgaranten ist bei dem Spiel. Würdet ihr mir zustimmen, wenn ich sage, beide Tore sind durch ein bisschen Glück gefallen? Absolut. Beide. Also das war von beiden gut geschossen, Neuhaus sowieso, den wollte er da hinhaben, aber die Situation, wie es halt da zustande kommt und bei unserem Tor natürlich noch leicht abgefälscht, aber trotzdem zwei geile Tore. Ne? Ja, vor allem den Ball von Caligiuri, der glaube ich nur 3 oder 4 gute Aktionen gehabt hat in dem Spiel, vor allem in der Offensive, den können nicht viele irgendwie so schießen wie bei uns. Auch Marco Richter übrigens, unser Freund, hatte seinen Anteil mit dran, weil er da irgendwie noch die Abwehr ablenkt. Gregoritsch, der eingewechselt wird, stochert so lange rum, bis die Gladbacher da völlig ohne Not die Bogenlampe dann produzieren. Ja, und so hatten wir halt dann einfach das Glück. Ich glaube aber tatsächlich, Knackpunkt in diesem Spiel war der Abgang nach 12 Minuten von Raphael Framberger. Das war ja auch eine Story. Weil danach dann die Gladbacher irgendwie den Faden ein bisschen verloren haben gegen 10, wie es halt oft so ist. Und unsere haben sich dann irgendwie die Arschbacken zusammengekniffen und haben gesehen, vor allem in der letzten Viertelstunde, dass da noch was geht. Und wir hatten da ja auch durch Khedira noch eine riesige Torschance, wo auch Caligiuri übrigens ihn mustergültig freispielt. Und da hätten wir da schon das 1-1 machen können. Es war ein cooler Punkt, vor allen Dingen, weil man ja immer davon ausgehen musste, wir haben es ja, du hast es schon gesagt, Tom, Champions League-Teilnehmer gegen den FC Augsburg, der versuchen muss, dass er nicht unter die Räder kommt. Und wenn man dann so die Statistiken anschaut, Ballbesitz 52% zu 48, also 48 der FCA, das ist jetzt nicht so schlecht, die Passquote auch ungefähr gleich. Und die gelaufenen Kilometer, falls man da was mit anfangen kann, auch gleich. Also das war gleich, 1-1 im Endeffekt. Die Passquote, um mal unserem Taktiker da das Wort zu erteilen, ist nicht die Passquote, sondern vor allem der Ballbesitz mit 48% ist wirklich bemerkenswert, weil da waren wir ja bis jetzt meilenweit davon entfernt. Ja. Eben. Ja, das ist tatsächlich, in dem Spiel hatte ich es auch echt anders erwartet. In der ersten Halbzeit hatte der FCA sogar mehr Ballbesitz als Gladbach. Auch das war irgendwie ein bisschen seltsam. Allerdings hat Gladbach in diesem Spiel einfach keine Konstanz ins Passspiel bekommen. Also da waren unfassbar waren auch viele Fehler, Ballverluste drin, sehr, sehr viele Unkonzentriertheiten und auch beim FCA war es so, dass im letzten Drittel nichts zusammenlief. Also in der ersten Halbzeit gab es halt einfach keine Torchance nach der Chance für Finn Bogason in der 19. Sekunde dieses Spiels. Also das ist im letzten Drittel immer noch sehr schwierig für den FCA, sich da festzusetzen und sich da festzuspielen, so in den neutralen Zonen, in der eigenen Hälfte und im Mittelfeld, da funktioniert es besser. Das hat aus meiner Sicht sehr viel zu tun mit der Besetzung des zentralen Mittelfelds, also mit Tobi Strobel ist da einfach ein Mann mit dazugekommen, der Wege geht, Räume gut besetzt, Bälle an sich bindet und sie dann aber auch wieder so verteilt, dass danach 2-3 Stationen weiter gespielt werden kann, weil er den Mitspieler nicht in den nächsten Zweikampf hetzt. So. Und da kommt ein bisschen Ruhe ins Spiel und das ist der Prozess, den die Mannschaft jetzt nach 8 Spieltagen weitergeht unter Heiko Herrlich. Das funktioniert jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Wir haben mehr Ballbesitz, es ist mehr Struktur im Spiel, deutlich mehr als in den vergangenen 2-3 Jahren, ehrlicherweise auch auf dem Spielfeld. Da hat die Mannschaft einen großen Schritt nach vorne gemacht unter Heiko Herrlich. So, im letzten Drittel hapert es noch massiv, das weiß er, Heiko Herrlich, das hat er auch vor 2 Wochen nochmal angesprochen, auch in einem Gespräch, das wir hatten. Also da weiß er, dass er dran arbeiten muss und das wird die Aufgabe der anderen 25 oder wie viel 26 Spieltage sein, die noch da stehen. Aber es war cool. Es war cool, weil wir, du hast es schon gesagt, weil wir das ja auch zu 10 geschafft haben. Da kommt dann wieder der FCA zum Vorschein, den wir und die Fans alle sehen wollen. Nicht einfach jetzt aufgeben und versuchen, nicht noch einen zu kriegen, sondern
einfach versuchen, ob du jetzt 2-0 oder 3-0 verlierst mit 10 Mann, ist dann, ja, bis aufs Torverhältnis auch schon wurscht, aber probieren, das Unentschieden zu erreichen, und sie haben es geschafft, das fand ich richtig geil. Ja, das finde ich auch, was mir nur wichtig ist, da noch irgendwie festzustellen, Tobi Strobel, der ja aus Gladbach kommt, für ihn war es sicher ein besonderes Spiel, hatte tatsächlich eine Passquote, wie du gesagt hast, von 85%, das ist wirklich richtig gut, und ich habe wieder im Elfer mit meinem Freund Helmut angeschaut und durfte also Spion in dessen Jubelperser Gruppe sein, WhatsApp-Gruppe, wo du ja auch drin bist, Tom, und dann habe ich mitgekriegt, dass ein Teilnehmer dieser Gruppe, dessen Trauzeuge ich auch bin, gesagt hat, dass er mit der Leistung von Strobel so gar nichts anfangen kann. Seit Wochen. Finde ich komplett anders, seit Wochen, ja, finde ich komplett anders. Konträr, mein lieber Klaus. Er hat wirklich richtig gut gespielt und macht genau das, wofür man ihn eingekauft hat. Und deswegen kam er mir da in der Bewertung viel zu schlecht weg. Und es hat auch, glaube ich, eine Minute nach der Aussage hat dann der Reporter gesagt, dass Strobel echt ein überzeugendes Spiel abgeliefert hat. Ja. Aber so sei da halt, die Jubelperser. Es gehört ja auch dazu, zu streiten, und es gehört auch dazu, dass jeder einen unterschiedlichen Blick auf ein Spiel hat, und ist total okay. Also gerne diskutieren und streiten über Fußball. Ist doch er toll. Muss ja auch erstmal reinkommen, genauso wie Robert Gumne. So ist es, Er hat keine katastrophalen Fehler gemacht, aber wir haben vor dem Aufnahmeknopf schon drüber gesprochen. So ganz 100% ist es noch nicht, auch eurer Meinung nach, oder? Ja, ich habe vor allen Dingen, mir tatsächlich Teile der Länderspiele, die er gemacht hat. Er hat ja ein Länderspiel für die A-Nationalmannschaft bestritten, wo er dann übrigens auch ausgewechselt wird und sich an den Oberschenkel gefasst hat wegen einer Muskelverhärtung. Er hat trotzdem dann in der restlichen Woche dann noch für die U21 der Polen gespielt. Hat es da auch geschafft, sich zu qualifizieren für die Playoffs, für die EM oder WM, die da jetzt ansteht, ich weiß es gar nicht. Aber der Oberschenkel war ein bisschen durch schon, und deswegen hat er ihn rausgetan, weil sich ja viele gefragt haben, warum macht er das? Mhm. Und für Frami war es ja dann tatsächlich ein sehr unglücklicher Auftritt. Rolf, du hast mir da ein Bild geschickt von den Kollegen von FUMS, ich musste so lachen. Ich kann es nochmal, wer das nicht gesehen hat, ich muss euch das nochmal zeigen, das war wirklich ein lustiger Gag, nach dem Motto, wenn dir einfällt, dass du den Herd angelassen hast, da wird dann 54. Minute gezeigt, Spielerwechsel Augsburg, Framberger kommt rein, 62. Minute gelbe Karte für Framberger und 66. gelb-rote Karte für Framberger. Also wenn dir einfällt, dass du den Herd angelassen hast und nach 12 Minuten Bruder muss los. Wer kennt es nicht? Ist das Bügeleisen noch an? Oder also, Bruder muss los. Ja, vor allem bei ihm glaubt man es ja sogar. Also bei Framberger kann ich mir wirklich vorstellen, nicht, dass er jetzt blöd wäre, den Herd vergisst. Nein. Aber der steht bestimmt manchmal am Herd und macht sich noch selber seine Milch warm. Würde ich jetzt nicht bei allen die Hand ins Also Heiko Herrlich hat sich ja dann wirklich noch beschwert, dass das erste Foul nicht gelbwürdig war. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also das kann man schon. Ist die Vereinsbrille. Ja, es ist ein gutes Recht. Ich verstehe das ja auch, dass man dann versucht, das irgendwie zu relativieren. Also das kann man schon gelb ahnden, das erste. Ja, ganz sicher. Aber ich glaube, du musst dann auch ein bisschen bei der Meinung bleiben, wenn du dich halt während diese Szene passiert, dich so echauffierst und dem Schiedsrichter vorwirfst, dass er das Spiel kaputt macht und dass es wohl ein Witz sei, und das ist, also was da, da fielen ja durchaus deutliche Worte. Man hört ja alles mittlerweile. Ja, genau, also das ist ja schon, war schon bemerkenswert, und ja, kann man beide geben, aus meiner Sicht. Also die erste, da kommt er einfach mit zu viel Tempo. Also wenn er da mit weniger Tempo kommt oder ein bisschen sagen wir mal, mit dem Gegner mitlaufen kann, ist es noch was anderes. Aber er geht eine Notgrätsche ein an der Seitenlinie, trifft ihn so, und das ist gelb. Also das, ganz ehrlich, wenn ein Spieler vom FC Augsburg an der Seitenlinie so gesäbelt worden wäre, dann hätte jeder gesagt, ey bitte, was ist das eigentlich? Framberger hatte übrigens noch eine gute Aktion, seine beste dem Tag, denn vor 5 Jahren sind ja Max und Dani sind ja bei einem Verkehrsunfall auf dem Rückweg von dem Spiel in Gladbach ums Leben gekommen. Genau. Und die Ultras haben dem FC Augsburg oder Raphael Framberger zwei Erinnerungslichte, Grablichte mitgegeben, die dann eben mit den Namen versehen im Fanblock standen. Fand ich eine ganz, ganz tolle Aktion. Ja. Und nochmal Hut ab vor unseren Ultras, vor ihrem sozialen Engagement und vor all dem, was sie irgendwie seit Jahren unermüdlich machen, nämlich an die ihren erinnern, an denen Schwachen oder den Schwachen und Kranken zu helfen. Das ist echt eine ganz tolle Sache, und da habe ich immer noch Gänsehaut. Mhm. Toll, dass das so ist. Ich habe übrigens in dem Zusammenhang auch immer ein schönes Erlebnis, weil ich glaube, die Steffi, die kennt ihr auch, die hat mir wieder ein Bild geschickt, und zwar aus dem Zimmer von Simon, der da überlebt hat bei diesem schlimmen Unfall, dem es jetzt doch wieder besser geht. Und die schickt mir immer Bilder.
Und liebe Grüße an euch auch und die hören auch immer unseren Podcast. Also Grüße zurück. Grüße zurück. Genau. Liebe Grüße an euch. Also das war auch eine tolle Geschichte, auch wenn es dann dramatisch mit der Gelb-Roten weiterging. Was müssen wir denn noch erzählen zu diesem Spiel? Du hast gerade gesagt, man hört jede Stimme. Ich habe diesmal einen Kopfhörer aufgehabt bei der Übertragung und ich kann euch das empfehlen, nicht zu tun. Ja, wenn der Fernseher läuft, ist es schon krass. Sagst weil du alles Kommentator. Ja, okay, ja, gut, okay, du hast ja auch den Kopfhörer auf. Aber sag mir ehrlich, mit Kopfhörer, das ist die Höchststrafe. Also wenn du dich quälen willst, ein Geisterspiel anzuschauen, das eh schon hat, ich werde mich nie dran gewöhnen können. Ich kann es jetzt mit 100%iger Sicherheit sagen, aber mit Kopfhörer, du hörst wirklich jeden Pfurz auf gut. Ja, mir ist in der 86. Minute eingefallen, dass es die Möglichkeit gibt, die Stadionatmung dazu zu schalten. Das hätte ich mal früher machen sollen und ich hätte um den Kopfhörer gebettelt, denn ich habe es, wie gesagt, mit dem fetten Helmut angeschaut und da wünscht man sich manchmal wirklich einen Kopfhörer, denn der verfolgt immer noch parallel den VfB. Geht das wieder? Ja, klar, also dieses, es ging auf jeden Fall, ja. Okay, das hatten sie, glaube ich, nur abgeschalten in der Zeit, wo dann vereinzelt wieder Fans im Stadion waren, aber es ging auf jeden Fall. Ich habe das einmal probiert, da ging es nicht und jetzt habe ich es nicht mehr probiert. Ja, dann hat sich das Thema ja praktisch schon erledigt, weil mit der Stadionatmung ist es wirklich ganz cool. Fake-Fangesänge. Das macht aber nichts, weil beim Zuschauen ist es einfach leichter. Finde ich. Finde ich auch, Mann. Finde ich auch. Verliert die Konzentration nicht so leicht, aber das sieht jeder an. Also ich finde es toll, dass wir diesen Punkt geholt haben, weil einfach die Leidenschaft da war, man hat gesehen, die wollen das und dann hat es geklappt. Super. Ja, wir haben ja vor allem 11 Punkte und wir haben diese 11 Punkte geholt gegen den 2., 3., 4., 5., 6. und 7. der aktuellen Bundesliga-Tabelle. Das sind 6 von 8 Mannschaften, gegen die wir gespielt haben. Mhm. Und die stehen ja nach 8 Spieltagen nicht zu Unrecht da oben. Gegen Bayern haben wir noch nicht gespielt. Genau. Der erste ist, sind die einzigen und dann haben wir halt noch den Tabellenletzten. Den haben wir noch nicht. Mainz ist ja nicht mehr letzter, da hat jetzt leider Manuel Baum das Vergnügen. Und Hertha eben. Aber ansonsten haben wir gegen durchaus ambitionierte Mannschaften, die eigentlich regelmäßig auf europäischer Bühne spielen, das Vergnügen gehabt und dafür sind die 11 Punkte wirklich so, dass keiner von uns vor der Saison gerechnet hätte, dass wir die jetzt schon eingefahren haben, glaube ich. War aber ein interessanter Spieltag. Also diese zwei Mannschaften, die ich eh schon auf der Pfanne habe. Bremen holt sich einen Punkt in München, das hätte ich jetzt nicht wirklich gedacht. Und Stuttgart holt sich auch wieder einen Punkt. Das war auch ein krasses Spiel eigentlich. Überraschungsmannschaften, ja, nein, ja. Absolut. Also Stuttgart ist ja die mit Abstand jüngste Mannschaft in der Liga. Alle labern immer über Dortmund und über die Idee von Borussia Dortmund. Die Stuttgarter ist ja ein zusammengewürfelter Multikulti-Haufen mit einem Trainer ohne Bundesliga-Erfahrung. Es funktioniert. Und es funktioniert. Ich bin also sehr, sehr überrascht. Die haben zwar Glück gehabt, weil sie in der Nachspielzeit das 3:3 machen, aber die spielen offensiv echt richtig, richtig toll, haben da ein paar Juwele in den eigenen Reihen. Und für viele Stuttgarter City-Schwaben, die ja auch nach Augsburg verschlagen worden sind, ist das bestimmt ein großer Genuss, dass ihre Mannschaft eben nicht dasteht, wo es Köln, Schalke oder Mainz tun. Und Bremen hatte man auch gedacht, die machen so weiter wie letzte Saison. Die machen zwar unentschieden, ein Unentschieden nach dem nächsten, aber es ist gar nicht so schlecht. Nee, hatte ich, also. Hast du nicht gedacht? Nee, das habe ich nicht gedacht, aber das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass ich einen guten Freund habe, der bei Bremen noch gespielt hat letzte Saison und der mir versichert hat, dass im Verein alle an Florian Kohfeldt glauben, also an den Trainer glauben und auch, dass die Mannschaft eigentlich von den Persönlichkeiten und von dem, was da drin steckt, gut bestückt ist. Die hatten letztes Jahr ein unfassbares Verletzungspech, das haben sie dieses Jahr nicht, kommen viel, viel besser rein, erarbeiten sich so langsam aber sicher das Selbstvertrauen, das sie schon mal hatten und ihr erinnert euch unter Florian Kohfeldt, als der angefangen hat, als die Selbstvertrauen hatten, das war eine richtig geile Bremer Mannschaft und die haben kaum gute Leute verloren, also die haben Rashica nicht abgegeben, die haben Sargent nicht abgegeben, also zwei wirklich ganz wichtige Offensivkräfte. Rashica jetzt mit einem überragenden Spiel gegen Bayern. Also Bremen habe ich auf dem, also müssen wir jetzt nicht glauben, dass die da oben irgendwie unter die Top 6 reinlaufen, aber die werden mutmaßlich mit dem Abstieg dieses Jahr nichts zu tun haben. Im Gegensatz zu, Freunde, Schalke 04, ist da bis Winter eigentlich, ist da Manuel Baum schon unter dem Weihnachtsbaum? Das weiß ich nicht. Ich weiß bloß, das Torverhältnis ist 5:24. Ja, minus 19 Tore ist schon eine Ansage nach 8 Spieltagen. Nach 8 Spieltagen ist das mächtig. Aber noch kurz zu Bremen. Also zwei Fragen, Tom, an dich. Die erste, glaubst du auch, eigentlich hätte Bremen gewinnen müssen, das Spiel? Weil ich fand, besser als Rashica fand ich noch Sargent, der ja ein wahnsinniges Spiel gemacht hat im Offensiv-Zweikampf. Bombe, gegen den haben wir ja auch schon Tore kassiert. Ganz tolle, kann ich mich letztes Jahr erinnern, wo er da so über, ich kann mich wirklich nicht an viel erinnern, aber wo er da über
Kubek drüber, lobt irgendwie aus vollem Lauf. Und die zweite Frage, dein Freund, der letztes Jahr noch in Bremen gespielt hat, hat der eigentlich einen Vertrag jetzt irgendwo oder wo ist der gelandet? Genau, ich habe den Namen gar nicht gesehen. Nee, nicht. Sebastian Langkamp, ja. Ihr kennt ihn noch. Ja, sicher. Klar kennen wir den. Genau. Natürlich. Basti, ein toller Kerl. Mag ihn sehr. Der war nach uns in Berlin, oder? Nee, wo war genau. er nach uns? Ja, genau, also der ging vom, der, den haben wir geholt aus Karlsruhe. Genau. Dann ging er nach Berlin, war da 5 oder 6 Jahre lang. War da Vizekapitän, absoluter Stammspieler, Europa League gespielt. Von Lukai geholt, ja. Genau. Und ging dann zu Werder Bremen. Zu diesem Wechsel habe ich ihm beglückwünscht, weil ich, wie gesagt, finde, dass Bremen ein toller Verein ist. Mhm. Hat er dann auch bestätigt und hat so ein bisschen erzählt, wie der Verein geführt wird. Grundsolide übrigens. Mhm. Sehr, sehr fair und war da immer voll des Lobes. Selbst in der Phase, in der es echt nicht gut lief für Bremen und die wirklich Schiss haben mussten, in die zweite Liga abzusteigen. Aber da scheinen handelnde Personen am Werk zu sein, die nicht nur ihr Geschäft verstehen, sondern auch in der Lage sind, in Krisensituationen eine Mannschaft zu führen. Schon gut. Ja, und da sind wir dann schon wieder beim Thema Schalke, ja, wo du ja gerade vorher noch. Ja, und was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Basti. Ja? Basti ist Papa geworden. Ach, das schön. Allerschönste. Und hat keinen neuen Vertrag. Also ich denke, er wird sich sehr stark überlegen, ob er die Karriere vielleicht beendet. Mhm. Ist auch, wie alt ist er denn? So ungefähr. Okay, 34. Also, ja, dann könnte man schon mal drüber nachdenken. Ja, mit 34 kann man. Ja, und in der ersten Liga ist dann halt irgendwann mit 34 Innenverteidiger. Ja, ist halt irgendwann mal. Das kann man überlegen. Ja, Schalke ist Wahnsinn. Ich kenne so viele Leute, die Schalke-Fans sind und die jetzt langsam sagen, ja, ich kenne wirklich, also das ergibt sich so. Richard Görlich an dieser Stelle. Es ergibt sich so im Social-Media-Bereich, aber die sagen alle jetzt, uns reicht es, wir können das nicht mehr machen. Weil die können zwar, verlieren, ja, aber diese Hardcore-Fans, die wirklich dann glauben, ja, gut, jetzt könnte nochmal was passieren, aber die glauben selbst, die glauben nicht mehr dran, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Der Kollege von Sky hat ja bei der ersten Halbzeit die ganze Zeit gesagt, es ist wie ein Pokalspiel. Also wie wenn ein Viertligist gegen einen Erstligist anzutreten hat. Die Wolfsburger haben die überrollt ein ums andere Mal. Und es kommt halt so gar nichts. Es kommt so gar keine Gegenwehr. Und da möchtest du dann auch nicht in der Haut von Manu Baum stecken, weil der ja auch nicht mehr nicht weiß, was er da sagen soll. Das ist natürlich nicht sein Verschulden, dass das so ist, wie es ist. Aber ich glaube, diese Überzeugung, mit der er am Anfang gesagt hat, lasst mich mal machen, ich weiß nicht, wie groß die noch ist. Ich wüsste jetzt da also, keine ich hab nur gelesen, da gab es noch was mit Naldo. Irgendwie, Baum bricht Schalke-Training ab, weil Ibisevic und Naldo sich irgendwie in die Haare gekriegt haben. Also bei Ibisevic kannst du ja nicht mal die Gehaltszahlungen einstellen, der verdient ja nichts. Also es ist halt, es hört halt nicht auf, ja, und das ist das Problem. Wenn der Feelgood-Manager Naldo sich zofft mit dem Neuzugang, hey. Das ist schon alles schwierig, sage ich mal. Gell? Oh, das ist, also ich meine, es macht ja gar keinen Spaß mehr, Schalke-Witze zu machen, die sind alle auserzählt. Ja. Ja. Und das hat ja was von... Nächstes Spiel übrigens Schalke in Gladbach. Oh ja. Einfache Aufgabe. Gladbach, ja. Einfache Aufgabe. So die Gladbacher werden schäumen vor Wut, dieses Spiel nicht gewonnen zu haben gegen den FC. Hoffentlich muss es Schalke nicht büßen, das wäre ja katastrophal. Wir haben übrigens nächste Woche Freiburg zu Gast. Ich wollte gerade drauf kommen. Freiburg erstaunlicherweise nicht so gut gestartet, wie ich das gedacht habe. Müssen aber gegen Mainz zu Hause gegen Mainz in der ersten Halbzeit eigentlich mit 5 oder 6-0 hinten liegen. Selten ein Spiel gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Wo die Mainzer. Ich meine, Rolf, du sagst, du wirst ja nicht müde zu sagen, dass schon von der Anfang an der Saison, dass Mainz nicht halb so schlecht ist, wie sie an der Tabelle stehen, hast du auch recht. Mhm. Haben mit Mateta sicher einen der zukunftsträchtigsten Mittelstürmer in ihren Reihen. Der hat ja auch einen Hattrick geschafft diesmal. Und die haben also Freiburg jetzt mal wirklich gezeigt, wo der Weihnachtsbaum steht. Und vielleicht ist es dann doch gar nicht so blöd, den Trainer weitermachen zu lassen. Wir haben ja da selber gesagt, der hat keine Aura, der hat keine Ausstrahlung. Jetzt haben sie die ersten 3 Punkte, also den ersten Sieg eingefahren. Mal schauen, wo es weitergeht. Ich persönlich glaube, es ist ein Zwischenhoch. Aber schauen wir mal. Hoffentlich lässt Freiburg uns die Wut jetzt nicht büßen, denn Freiburg hat seit dem ersten Spieltag kein Spiel mehr gewonnen. Die haben einen Sieg, 2 Unentschieden und seit dem ersten Spieltag außer gegen Stuttgart nicht mehr gewonnen. Also könnte man schon packen. Sollten wir auch. Finde ich. Ja, klar, also wenn du irgendwo Gegner in der Liga identifizieren willst, mit denen du auf Augenhöhe bist, dann ist es definitiv der SC Freiburg.
Also kleines Zwischeneinschübchen von mir, Tom. Mhm. Du kannst jetzt nichts dafür, weil du ja nicht gewusst hast, dass du obenrum dann später so aussehen wirst. Aber wenn man diesen Ugly Sweater trägt, meine ich, sollte man sich für einfarbige Uni-Socken entscheiden. Was sagst du? Ja, also ich muss mal unter Mischpult gucken. Was hat mutmaßlich. Na, ich habe quasi auch Ugly Socks. Ja, aber das deswegen passt doch halt, dann. Das passt doch dann. Ja, das passt schon nicht. Also Freiburg wird sicherlich unangenehm, aber machbar. Ja, denke ich auch. Es ist wie immer eine Chance da, obwohl die Spiele eigentlich immer, die waren nicht so gut, ne? Oder? Kann mich erinnern, dass das immer sehr müßig war. Ich würde sagen, zwei Mannschaften mit ungefähr gleichem Leistungspotenzial. Mhm. Und genau. Freiburg mit in den vergangenen Jahren mit einem Trainer, der immer einen Plan hatte, auf den der FCA reagieren musste, so hatte ich den Eindruck. Also das war jetzt selten so, dass der FCA die Initiative in diesen Spielen hatte, sondern da war immer schon sehr viel Reaktion auf das, was Christian Streich sich da so im Zimmerchen bei einem Chantre überlegt hat. Und das, da bin ich gespannt, wie es dieses Mal wird, weil das einfach ein bisschen... Das ist ein Cognac, oder? Chantre? Ja, geil. Ich meine, ja, oder? Ja, klar. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, so ein riesiger Schwenker. Ja. Und der Chantre versteht überhaupt nicht, was er sagt. Ja, weil er hat keine Ahnung. aber da bin ich gespannt, wie Heiko Herrlich da, also welchen Plan Heiko Herrlich entwickelt mit seiner Mannschaft, um da aktiv zu sein in diesem Spiel. Denn das haben wir jetzt ja gesehen. Also, wo er hin will, ist mehr Aktivität, mehr den Ball haben, mehr selber gestalten, das Spiel. Das ist ein spannender Prozess. 9. Also, Spieltag. Ja. Gut. Schauen wir gleich mal auf den 10. Da haben wir das Topspiel erwischt. Es ist ein wunderbarer Montagabend in Hoffenheim. Ja, schlimmer kannst du es nicht erwischen. Nee, also, es sei denn, du darfst es kommentieren. Dann, ja, du, dann dir ist es auch egal. Du bist doch immer geil drauf. Also, da habe ich auch Bock drauf. Falls mir jemand was schenken will, ich habe dann von dem 7. Dezember, an dem das Spiel ist, auf den 8. Begehe ich meinen Jubeltag. Ja. Ich war schon in Hoffenheim bei minus 11 Grad in dem Stadion gestanden, wo wir mit den Händen und die Rauschkugeln unter uns auch mit der Zunge an den Wellenbrechern festgeklebt sind, weil die so kalt waren. Also da bin ich jetzt ganz froh, dass man nicht ins Stadion darf, dass ich nicht mit irgendjemandem diskutieren muss, ob ich mit muss. Aber auch die Hoffenheimer haben ja schon sehr häufig jetzt irgendwie noch unentschieden Gegentore kassiert hinten raus, wie die Gladbacher ja auch. Ja. Und gegen diese Hoffenheimer, die unter einem sehr sympathischen Hoeneß-Spross trainieren, finde ich, also wenn der was sagt, das ist echt ein richtig netter Kerl. Ja. Aber sie haben nicht den Erfolg, den sie sich bis jetzt gewünscht haben und haben auch ja eine wahnsinnige Corona-Problematik jetzt noch drin. Ich glaube, die hatten 5 Spieler in Quarantäne, dann waren nochmal 3 weitere verletzt. Hatten ja auch einen Antrag gestellt, nicht spielen zu müssen, der abgelehnt wurde, weil sobald du 5-10 Spieler inklusive Torhüter in deinen Reihen hast, die einsatzfähig sind, musst du spielen. Ja. Man weiß das aus den Amateurklassen. Da musst du 10. Wer nüchtern ist, kann spielen. Spielen. Wer nüchtern ist, wer nicht nüchtern ist, muss es zumindest versuchen. Ja, so ist es. Liebe Leute, es war mir eine Ehre heute Morgen. Wir sind im Ugly Christmas Sweater des FC Augsburg. Wo bekommt man den jetzt? Wir können jetzt ein bisschen Werbung machen im Shop, im Online-Shop, oder? Würde ich sofort machen. FCA-Fanshop.de. Ja. Da kannst du alles kaufen. Übrigens auch viele weitere richtig geile Fanartikel. Ich war jetzt nicht immer Fan der FCA-Fanartikel, aber die haben seit einem Jahr es hat sich was getan, einige das Sachen stimmt, aufgelegt, die man durchaus auch mal und vor allen Dingen, was viele Eltern ja interessiert, ist für die Kleineren gibt es jetzt mehr. Das habe ich ja mal angeregt. Also wegen mir haben sie es jetzt nicht gemacht wahrscheinlich, aber es ist ja klar. Doch, der Nachwuchs bringt die Kohle. Ist so. Die Kinder deswegen ist in Elfer ja auch übrigens immer, wenn wieder auf ist, immer der erste Jägermeister für unter 14-Jährige ist immer umsonst aus dem gleichen Grund. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns nach dem Heimsieg gegen Freiburg wieder am nächsten Montag. Ja? Ciao. Tschüss. Und schönen ersten Advent dann am Sonntag. Ja, besinnliche Zeit. Abfend.